Die Sommerpause der Ravensburg Tower Stars ist vorüber. Am Freitagvormittag stand die erste Eiseinheit auf dem Programm. Das Ganze in Dornborn, da in der Ravensburger Eissporthalle das Eis noch nicht zur Verfügung steht. Nächste Woche wird die Mannschaft ein Trainingslager in Latsch absolvieren und Trainer Jürgi Ehrenberger war es wichtig, dass die Jungs noch einmal ein paar Eiseinheiten zur Eingewöhnung zur Verfügung haben. Auch am Samstag und Sonntag steht jeweils eine Stunde Eis auf dem Programm. Jeder Einzelne freut sich, dass es wieder losgeht. Haben eine lange Pause, war lang genug. Und ja, heute haben wir das erste Training gehabt. Bis sich die Jungs alle kennenlernen, das dauert ein bisschen. Aber fürs erste Training war es gut. Neben der läuferischen Arbeit war natürlich auch das Passspiel und der Spielaufbau, also die Basics im Eishockey, die Grundlage für das erste Training. Beim Trainingslager in Latsch nächste Woche geht es dann auch an die ersten Reihenkonstellationen.